Oh, bestimmt für Toast. Da will ich jetzt auch wieder platzieren. So. Dann bist du jetzt dran, damit du auch mal was machen kannst hier. Ich stehe immer nur hinter mir mit den Beinen. Was sagst du, du Kerl? Kriegst du das eigentlich mit? Stehst immer noch hinter mir mit deinen Balken. Sag mal, willst du den jetzt hier irgendwie dran lassen, den letzten Kanister? So, dann trag mal noch die Sachen zurück. Wir haben kein Auto mit. Hm. Aber ich hole das Auto, ja? So. Ach, der ist leer. Na ja, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Renn schon mal hin, ich mach. Boah! Ey, ich muss ja wirklich bald mal in die Werkstatt. Geh zur Tankstelle. Wieso ist er kaputt? Ja, wenn ich weiter so mache, ich fahre hier echt alles an, was anzufahren geht. Dafür kommt dieses Ding jeden Berg hoch. So. Gucken, ob er jetzt das bei jedem so macht. Hoffentlich. Steig ins Auto und fahr zur Werkstatt. Ja, der möchte, dass du ein Autoradio einbauen lässt. Soll ich dann damit kaputt? Nimm den Rasenmäher. Du bist ja schon unverschämt. Boah, ey, die Frau ist echt stark. Hätte ich so viel Holz, hätte ich schon jetzt mal eine eigene Hütte gebaut. Wie tankt man jetzt? Du nimmst das Ding, steckst es in das Loch rein. Ich hab dich nicht nach anderen Dingen gefragt, okay? Dann nimmst du die Tanksäule. Aufheben. Dann gehst du zur Tanksäule und fängst an. Zählt der jetzt irgendwie? Muss ich dann auf Start drücken? Ja, muss auf Start drücken. Man merkt, du hast noch nie getankt. Wie viel passt denn da drin in so komischen Kallen? Ne? Mach, bis er aufhört. Hm. Ist lieber im Auto tanken. Du nimmst den Du nimmst das Teil und steckst es quasi ins Loch. Drückst einmal drauf. Hat dir schon mal jemand ganz liebevoll auf die Schnauze gesagt? Dann weißt du, er ist fertig. Hm. Also ich kenn's nur so, vorher macht er so und dann ist er fertig. Das ist wie beim Sex. Und danach wird es nämlich teuer. Weil da muss man dafür bezahlen, dass man seine Spaß hat. Ja, 400 pro Monat. Oh. Wenn man Pech hat. Na, vor wie viel zahlt es jetzt? 900? Rechst du das mal aufs Jahr hoch? Oh. Aber was tut cool, ich nicht. Kann gleich mehrere auf einmal nehmen. Was machst du da? Mehrere auf einmal? Bist du da allein in deinem Bunker? Nee, Bretter. Ja, wir reden gerade über so schmutzige Themen. Du, oh, ich kann mehrere auf einmal nehmen. Das ist so ein bisschen schräg. So, ich bin mit dem Kanister. Ich pack den in der Nähe von Hühnerstall. Dann brauchen wir den nächsten Mal nicht suchen.
Mina, wollt ihr nicht nochmal Eier legen? Ich kann 3 Stück insgesamt mal gleichzeitig nehmen. Oh, danke für die Info. Du Schwein! Hä? Warum geben mir denn die Hühner keine Info? Ah, ich wollte kein Huhn! Oh Gott, ja? Wie mich das anguckt! Wie ich das Huhn gucken kann, ist ja unglaublich. Ernsthaft? Boah, da tun einem alles an die Finger weh. Warum habt ihr denn Durst? Hier ist doch überall Wasser. 2 Eier lohnt sich halt überhaupt nicht, ne? Brauchst du noch irgendwie Hilfe? Ja, die Bretter sind echt anstrengend auf Dauer. Okay, komm mal. Du kannst gleich beim Abladen helfen, wenn ich oben angekommen bin. Ich wollte nur wissen, ob du noch was brauchst. Spring doch einfach rauf. Gut. Mit deinen Brettern, dann fahr ich. Ich schmeiß das mal runter, das Brett. Wieso? Ich schmeiß mal runter. Auf den Boden. So, und jetzt. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich in die richtige Richtung fahre. In die Richtung sind 2 Eier, ne? Okay. Na, geht's? Die hat Muckis, die Frau. Boah, bleibt doch stehen. Ich soll stehen bleiben. Mann! Wo soll ich denn jetzt abladen, das Holz? Weiß ich nicht, vermute, wir brauchen es fürs Haus. Ich kuller mal in deine Richtung. Was ist hier? So. Ach, super. Nee, ihr könnt es doch einfach hier vorne legen, wer weiß, wo wir brauchen. Was sagt das Haus hier? Ich habe gesagt, fürs Haus. Okay, dann eben Glück hier. Warum unnötig schwer machen? Wir werden noch sehen, wo wir brauchen. Hier war so für die Scheune und so braucht man halt die Bretter. Und wahrscheinlich auch fürs Haus, ja. Dann haben wir schon mal die ersten. Eigentlich müssten wir noch mal gucken, dass wir mit dem Auto irgendwie rumfahren und mal versuchen, irgendwie Geld aufzutreiben. An der Straße entlang. An der Straße entlang. Nach Mendocino, ja. Nicht mehr aufheben. Ach, man kann ja mehrere, ne? Was machst du denn hier für ein Kram? Naja, ich bin sehr ordentlich. Ich bin überaus ordentlich. Sehr schön. Wir sind auch wie bei mir zu Hause. Nein. Doch. Sieht nicht so schlimm aus bei uns. So. Ein Ei. Okay. Warum nimmst du nicht den Korb mit rein? Weil es nur 2 Eier sind. Ich habe den Korb mit reingenommen. Du hast 2 Eier. Kannst ja mal die Vogelkacke weg. Du hast auch noch 2 Eier. Nein. Hatte ich nicht. Hatte ich nie. Ich sehe nur aus wie ein Mann. Ich bin eigentlich eine ziemlich männliche Frau. Dann hast du eben 2 Eierstöcke. Nein, hab ich nicht.
Ich bin halt eine ziemlich weibliche Männerfigur. Dann lass ich mal nochmal pennen. Ja, okay. Um 16, 17 Uhr. Nein, wir müssen ja den Tag rumkriegen. Wegen 4 Eiern weiß ich jetzt nicht, was wir. Wir haben halt keine Kohle. Um 17 Uhr schlafen. Aber die Zeit vergeht auch nicht schneller, ne? Hast du gespeichert? Geht ja nicht. So, jetzt, hör mal. Jetzt habe ich gespeichert. Aber du stehst da noch rum. Ja. Geh doch mal pennen. Ja, ich wollte nur auf R drücken. Die Zeit vergeht nicht am Tag. Probier mal nochmal. Also ich schlafe jetzt die ganze Zeit. Und wie gesagt, die Zeit vergeht genauso schnell, aber du willst mir ja mal wieder nicht glauben. Na, dann kann man ja pennen gehen. Wahrscheinlich ab 22 Uhr. Können wir noch ein paar Bäume schlachten? Dann auch bei der Sägemine. Na, hier vorne sind doch noch welche. Die müssen wir bestimmt wegmachen. Okay. Wir können die erstmal hier am Rande stapeln irgendwo. Dann werden wir ja sehen, ob wir die brauchen. Gut. Boah. War wohl schneller. Eigentlich ist das ein Mann. Eigentlich kann der auch zwei gleichzeitig tragen, wenn die nicht so groß sind. Gut. So, jetzt haben wir schon mal eine Menge Bauzeug. Also Baumstamm kann man nur einnehmen, Bretter 3. Dass wir hier drüben das gemähte Feld schön sauber behalten, weil wir da doch nochmal bauen wollen. Irgendwann. Ich finde es hier echt schwer, an Geld ranzukommen. Die Scheune mit 900. Also unsere Tiere sind erstmal versorgt. Mit 2 Eimern haben sie auch immerhin noch Wasser. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Dreimal Futter dürfte auch eine Weile reichen. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir fahren die Straße. Ja, ich würde langsam. Tankstelle? Wir können ja später mal weitermachen. Ich meine, es ist schon zu spät. Ja. Oh ja, Tatsache. Ja, ist eine gute Idee. Machen wir mal einen Cut für heute. Dann gehen wir das nächste Mal nochmal jagen, bis genug Eier da sind. Das dauert ja ein paar Tage. Aha. Und dann gehen wir das Fleisch und die Eier verkaufen. Blatt, dein Gesicht möchte man auch mal sehen. Die ist so, die mag keine Kameras, die Frau. Hm? So. Diese Frau, ich bin Mann. Er, sie, oh Gott. Ich mag das nicht. Oh! Da kann man ja gar nicht hingucken. Diese Schminke. Unser Tank ist voll, wenigstens eine gute Sache. Wo packe ich den hin? So, ein schönes großes Grundstück. Wollte ich zu gehen? Da steht so oben auf dem Laster drauf. Oh Gott, ey. Ja, wenn du was zu sehen hast, guck mich an. Hm? So. Was soll ich denn mit muskulösem Gollum anfangen? Ich kann ja nicht zuhauen hier. Mir reicht, ich speichere jetzt und gehe raus. Ja, ich auch. Kann ich überhaupt speichern? Ja, im Bett. Ich weiß nicht, ob du speichern kannst, weil du Besucher bist. Der Typ ist in Südtirol, wa? Ja, meine auch, der hat Beine wie ein Pferd. So. Ich bin nicht Halsmuskeln. Aber. Okay. Guti, wir verabschieden uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.